Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu noch einer Episode World of Warships. Wie immer, nicht alleine, wie immer in der Division mit DJ2Clue. Genauestens. Ja, man hat vielleicht gemerkt, letzte Folge, ich habe am Ende nicht mehr so viel gesprochen, weil ich dann doch so konzentriert war. Aber das seid ihr wahrscheinlich schon gewöhnt, dass ich eigentlich gar nicht so viel rede. Was fahren wir diesmal? Was haben wir da noch Schönes zu zeigen? Sollen wir mal so ein paar schnelle Schiffe aus der mittleren Kategorie zeigen? Also ich Na, würde ich. gerne mal so Tier 4, Tier 5 oder sowas fahren. Ja, Tier 4 hätte ich im Angebot. Der Stolz der russischen Nation, der nie gebaut wurde. Ah, okay. Zeig ich mal. Den Imperator Nikolaus. Aha, na, den gucke ich mir dann gleich mal an. Ich fahre mit der Kohlberg. Da habe ich nämlich tatsächlich noch die mal 1,5. Na denn, Achso, let's die ist nur Tier go! 3, ne? Ist egal. Oh. Naja. Es wird uns schon keiner haten dafür, ja? Meinst du? Na, mal schauen. Mal schauen. Ja, auf jeden Fall, dann sind wir ja jetzt schon in der dritten Episode. Da werde ich dann auf jeden Fall mal schauen, wie das dann qualitätsmäßig aussieht. Und ich habe oben links gesehen, wir waren eigentlich immer so bei 70 FPS. Ich nehme aktuell nämlich nur mit 30 FPS auf. Wahrscheinlich könnte es sich bei dem Spiel lohnen, dann in 60 FPS aufzunehmen. Das müsstest du dann mal testen. Ja, das könnte man ja dann mal machen in der nächsten Runde. Gut, ich gebe Vollgas oder bleibe bei dir. Wo ist denn ein bisschen hinter mir? Dann gebe ich Wir mal haben nicht Vollgas. Flugzeugträger. Bleibe bei mir. Ich habe keine Flugabwehr. Okay, Oder? dann. Ich gucke mal. Genau, Ja, so ein na. kleines Maschinchengewehrchen. Aber mehr habe ich, glaube ich, nämlich auch nicht. Ich sehe Okay. zumindest gerade keine. So, ich fahre rechts Richtung C fahre ich. Rechts nach Z, dann fahre ich auch rechts nach Z. So, hier könnt ihr mal die Map sehen, by the way. Fährst du einen großen Bogen oder fährst du einen scharfen Bogen innen rum sozusagen, ganz Nee, rechts? nee, nee. Du meinst jetzt hinter der Kugel, hinter der Insel noch vorbei? Nee, ich denke zwischen den beiden Inseln durch. Okay. Autopilot aktiviert. Dann mache ich das auch so. Und dann kann man nämlich jetzt hier, ich glaube, mit Shift könnte man sowas machen. Ja, yeah, nice, ne? So, jetzt So. müsstest du mich sogar sehen können von der Seite genau. Ja, Jetzt ja mal einen Blick rüberwerfen. ich guck mal rüber. Aha. Ja, das sieht auch schon enorm aus, muss ich sagen. Also diese Ja, 1, diese 2, 3, riesen 4 Türme da drauf, Türme, ne? ne? Ja. Wahnsinn, ne? Und dann hast du an Und der Seite die Kugeldinger, das sind eigentlich die Secondaries, ne? das sind die Secondaries, genau. Diese vier Dreier sind die Main Battery, genau. Und wie du siehst, ziemlich flach, ne? Also es ist nichts, was du mir eigentlich groß kaputt schießen kannst. Ja, also da muss ich wirklich Glück haben und quasi den ersten Geschützturm und quasi deinen ersten Kessel da treffen. Genau. So, will mich erinnern rammen? Das sah so aus. Die Murmansk. Na gut. Gut, wie schnell fährst du? 21,1. Das ist das Schnellste. Okay, gut, Und dann. das ist sogar, glaube ich, mit Flagge Autopilot beschleunigt. aktiviert. Dann wechsle ich immer mal zwischen drei Viertel und voll wahrscheinlich immer ein bisschen hin und her. So, Reichweite ist übrigens 14,1. 14,1. Okay, also ich kann gerade so hinter die Insel da schießen, wo die Minekatze vor uns ist. Das heißt, ich habe so 7, 8 Kilometer wahrscheinlich. Das ist echt nichts, ne? Achso. Wenn ich nicht das Flugzeug da anklicken kann, dann habe ich gar keine Flak, oder? Nee. Mit Steuerung, ne? Hast du probiert? Ja. Okay, nee, Dann dann geht er nicht. bin ich ja eine super Flugabwehrhilfe Yeah! hier. So, warte mal, du fährst mir in den Weg. Ich drehe mal ein Stück nach rechts. Yeah. Ich kann auch ein Stück nach links. Ich bin Nee, da ja. kommt ja eine Insel. Du musst ja auch an der Insel vorbei. So, jetzt passt es wieder. So fahre ich genau an der Insel vorbei. Feuer auf diese Koordinaten.
Was ist denn hier eigentlich? Interessant, dass der mit seinem Jäger, den er jetzt hier Ziehen. gerade vor unserer Nase hat, dass er da die beiden Torpedobomber nicht abgeschossen hat. Nö, auch Oder? Der hat warum den denn? nicht. Muss man ja nicht, das ist eine taktische Zurückhaltung. Er macht da den Aufklärer für die. Für uns! Wir sind aufgeklärt Ich worden. hab nichts gemerkt. So, Das ist hat ja nur kurz gut. Bums gemacht. Dann gebe ich mal kurz Vollspeed und guck mal, was da vorne für ein Zerstörer auf uns zukommt. Da kommt schon der Zerstörer. Ich mache mal eine Rechtsdrehung. Da kommt auch schon der Torpedobomber. Forder doch, forder doch, forder doch. Wahrscheinlich überhaupt keine Feuerreichweite. So, und ich mache mal eine Kurve um die Fuso rum. Das wird sie hoffentlich verstehen. Viel zu. Warum ist denn die so schnell? Schon, komm. Was mich gerade wundert, warum wir mit dem Vierer und mit dem Dreier in Gefecht mit Siebern reingekommen sind, das ist, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Vorsicht, die Torpedo-Dinger. So wie ich sehe, gehen sie auf die Fuso los. Hey! Er hat es schon wieder getan. Muhaha. Erstes Blut. Ja, Muhaha. sag ich ja, du hast es schon wieder getan. Ja, ich meine, dieses Schiff hat absolut keine Reichweite, ja. Aber dadurch, dass ich halt wieder 12 Geschütze habe, und die schön Dauerfeuer machen, ist das. Also das ist so. Ja. Also ich mag das dann schon eher, wenn ich halt flexibel bin, viel schießen kann. Ja, da ist noch eine Klemsen. Direkt behind the island. Für unsere deutsch-englischen Zuschauer. Deutsch-englischen Zuschauer. Direkt Ich behind the island. finde es tatsächlich sehr interessant. Ich habe mir mal dieses Statistiktool angeguckt von YouTube. Wir haben Zuschauer aus Kanada, Ach was. Peru, Österreich, Schweiz, Russland war, glaube ich, auch sogar einer. Ich kann nur hoffen, dass die alle Deutsch sprechen, weil sonst macht das für die halt wenig Sinn eigentlich. Also ich weiß nicht, fährt man jetzt in den Urlaub oder arbeitet da und schaut sich dann von mir ein Let's Play auf YouTube an? Ich glaube eigentlich nicht, oder? Nee, das kann nur Freund von Freund von Freund von Freund sein. Weg ist er, sehr schön. Feuer auf das Ziel konzentrieren. Oh, Torpedos! Dreh, 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 dreh! Na, sieht doch gut aus. Nein! Na, na! Ach. Oh, einen hat er noch mitgenommen. Naja. Den kann ich vertragen. Zumal ich ja mich reparieren kann. Ja, das könnte ich auch gern.
Das würde ich auch gerne können. Oh mein Gott. Tüte Deutsch für nächste Aufnahmesession. Eine Tüte, Tüte, Tüte. Eine TT, Tüte Deutsch. Tüte Deutsch? Tüte Deutsch. Tüte Deutsch! Wird nicht viel besser. Ja, weißt du, was mir die ganze Zeit gerade auffällt? Was denn? Nee, es fällt mir nicht die ganze Zeit auf. Es fällt mir jetzt das erste Mal auf, nachdem wir gerade eine Stunde aufnehmen. Ja. Ich hab dich über meine normalen Lautsprecher drauf und das Spiel auch und spiel gar nicht mit Kopfhörern. Okay. Also, ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, ob man nicht gerade die ganze Zeit doppelt hört. Du, das müsstest du doch, du hast doch schon ein Video aufgenommen. Nein, Ja. sagen wir zwei. Plus Probe, das hättest du doch gehört, oder? Also es kann natürlich auch sein, dass man dich nicht doppelt hört, weil das gleichzeitig quasi aufnimmt. Vielleicht habe ich keine Verzögerung, weißt du, wie ich meine? So, das kann sein, ja. Also zumindest habe ich es vorhin bei der Probeaufnahme habe ich es nicht gehört. Okay. Aber ich kann jetzt natürlich auch nicht sagen, ob du jetzt aktuell lauter oder leiser bist. Na, wir werden es erleben. Ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den DJ doppelt hört. Dann muss ich definitiv das nächste Mal wieder daran denken, die Kopfhörer aufzusetzen. Genau. Ansonsten bin ich halt der Doppel-Doppel-Doppel-DJ. Ey, ey. Der Double-Double-DJ. Doppel-DJ. Was für Langeweile gerade gar nicht, wo ich hinfahren soll hier, ne? Ja, die sind alle irgendwie nicht in Range. Ja. Ich Und diese meine, unsere drei da Zerstörer, die hinten. suchen den Träger, gehe ich mal von aus. Nach AB89 brauche ich ja überhaupt nicht zu fahren. Da sind drei Zerstörer von uns. Richtig. Vor mir. Ich fahre jetzt diagonal hier quer durch. Genau. Ja. Also ich müsste wahrscheinlich 50 Knoten fahren, damit ich noch ein Schiff sehe heute. Ja. Naja, wenigstens. Bist du bei mir in der Nähe, 3,3 Kilometer. Vielleicht reißen wir ja noch was. Also gewonnen haben wir eh in 30 Punkten. Aber einmal ein kritischer Treffer, ein Kill, einmal brandgesetzt und ein normaler Treffer ist halt keine gute Statistik. Ich hab von allem einen. Ach, guck mal, kriege ich vielleicht doch noch was zu schießen hier? Die Cleveland. Wo denn? Ach Rechts. da, Dreht 12 meine Kilometer. Türmchen, dreht. 12 Kilometer, da müsste ich fliegen. Cleveland, yummy, yummy. Fuso, not so yummy, yummy. Au, 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 ja, Ah, schieß doch dann. auf mich, du Idiot. Was soll hier? Böse Cleveland. Dann mache ich dir hier mal so ein bisschen den Dancer. Links, rechts, links, rechts. Ach, Da Mano. ist das Spiel schon vorbei. Hallo. Ja, Zeig doch mal meine Team, zieh doch mal meine Statistik. Kannst du die sehen? Ja, die kannst du sehen, oder? ich sage nur, drittes Gefecht, 50 Minuten Aufnahme. Oh, erster Sieg. Ach was, ja Ja, und, stimmt. ja, und ich habe eigentlich beschissen gespielt. Ja, naja. Naja. Der ausführliche Bericht. Ja, ein Zieltreffer, ein Ausfall, ein zerstört und einmal in Brand gesteckt. Ist jetzt nicht so. Naja. Nee, das war. Zurück zum Hafen. Ja, da müssten wir eigentlich noch ein schnelles Spiel machen, oder? Wir sind gerade mal bei 14 Minuten. Ja, da geht noch was. No. Was nehmen wir denn? Also ich habe noch die Hermeline Tier 1 oder die Karlsruhe Tier 4. Tier 4, da findet sich doch bestimmt was. Oder Tier 5 Furutaka. Tier 5 Furutaka. Ich hätte ein Tier 6 mit der Nürnberg, aber nein. Ja, so 4-5 wäre irgendwie Ja, schön. aber zweimal Kreuzer ist blöd. Dann nimm mal dein Tier 5. Ich nehme mein kleines buntes Schiffchen nochmal.
Dein kleines buntes. Ah, die Gamigotte. Ja. Ach, immer wenn man den Kater braucht, ist er nicht da. Wieso? Hupst du? Da hab ich doch glatte Motte gerade hier im Tier an mir vorbeifliegen sehen. Ach so. Gary, fang die Motte. So funktionieren Katzen nicht. So funktionieren Hunde. Ach so, okay. So, jetzt weiß YouTube auch, dass ich eine Motte und einen Kater habe. Oh, und wir haben schon wieder die ARP Kongo. Schon wieder. Ist das der gleiche? Nein, das ist ein anderer, oder? Das Tracer One, keine Ahnung. Als ob ich mir jemals schon mal die Namen von den anderen Spielern angeguckt hätte. Oh, wir haben die Ranger. Okay, aber die schießt ordentlich. Also die hat, um den Leuten das mal zu erklären, die Amerikaner haben bessere Jagdflugzeuge auf ihren Flugzeugträgern. Dafür weniger können die weniger Damage machen. Wo fahren wir hin? Wo fahre ich hin? Warte. Sollen wir hier so ein bisschen nach A? Ich gebe dir so Distanzschüsse, so. Ja, ich mach mal wirklich einen Sprint hin. Gut, dann mache ich Vollspeed und gehe so ein bisschen nach außen. Die Schlacht beginnt. Ja, so ist doch gut. Irgendwie sowas hier. Einen kleinen Bogen. Mal gucken, ob ich, wenn ich auf deiner Höhe bin, ob ich dann schon Fullspeed habe. Na, bestimmt. Ja, habe ich sogar. Sehr schön. Ja, das ist halt klar. Kleine Schiffe, kleine Preise. Ja. Mann. Ja. Ja, kommen wir nochmal darauf zurück, was es noch so demnächst an Projekte ansteht. Wie gesagt, mein böser Zwilling hat ja einen Ark-Server für uns gemietet. Hast du Ark noch drauf? Müsste ich gucken. Auf jeden Fall, ja, habe ich es in der Liste drin. Vielleicht ist es ja jetzt mal mit meinem Rechner spielbar. Also da hat sich auf jeden Fall viel getan. Also ich glaube, Grundinstallation ist unterdessen 40 Gigabyte oder so ein Scheiß. Ja. Damn! Da habe ich ehrlich gesagt nicht schlecht gestaunt, als ich das gesehen Okay. habe. Ja, per schnelle Leitung, das geht ja fixe, faxe, fuchse. Naja. Trotzdem. Also performance-technisch finde ich, läuft das immer noch ein bisschen schwierig. Okay. Ja, also wenn ich da alles auch hochdrehe, krebse ich da mit 40 FPS rum oder so. Okay. Also, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch irgendwie an den Servern liegt oder an dem speziellen Server jetzt, ne? Aber Autopilot deaktiviert. das ist echt manchmal. Ich meine, das war für mich halt der Grund, warum ich es eigentlich nie wieder gespielt habe, ne? Also DJ und Ja. ich haben halt Ark schon mal vor Ewigkeiten, da war es wirklich noch sehr, sehr neu. Da war noch Alpha-Status, ne? Oder sowas. Ja, genau. Und die Performance war ja Grütze. Oh, hier Flugzeuge. Ja, ich sehe sie. Hier überall. Ja, da kommt eine ganze Flotte. Und da meine Geschütze nicht schießen, würde ich fast sagen, ich habe gar keine Flak. Okay. Drehen die jetzt alle zu mir? Nicht getroffen, nicht getroffen. Na, 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 na. Nicht getroffen. Also die, Oh Gott. Die Cleveland genau reingefahren. Torpedos voraus. Hier wird ein Torpedo trifft. Ich hoffe nicht mich.
Katapultjäger zerstört. Oh, ich glaube, ich kann heute mal mein Lieblingsspiel machen. Ich fahre durch die gegnerischen Linien und zerstöre den Flugzeugträger von hinten. Kriegst du die Cleveland noch zerstört, oder? Ich versuch's, aber ich schieß gerade wie ein Idiot daneben, echt. Ah, mein Torpedo ist gerade genau daneben gegangen. Weg ist er. Weg ist er. Sehr schön. Ich habe nur noch 10.000 HP. Wie ist das denn passiert? Na, bei der ganzen Kolonne, die da kam, durchaus verständlich, ja. Sechs Treffer. Teamkiller? Teamkiller? Ist doch gar kein Teamkiller. What? Ist doch gar keiner lila. Wer ist denn Kitian? Keine Ahnung. Christine. Die Mayhern? Okay. Sicher. So, ich habe einen Flugzeugträger. Na dann. Aber ich sehe, es gibt mehrere, ja? Ja, ja, zwei. Da ist der zweite. Ja. Na dann. Guck ich mal, dass ich da mal schnell hinkomme. Fullspeed, 31 Knoten. Mopsgeschwindigkeit. Mopsgeschwindigkeit. Oh mein Gott. Den könnte man eigentlich auch mal wieder gucken. Mit Lord Helmchen? Mhm. Durchkämmt die Wüste. Oh, wir machen Werbung, das ist schlecht. Ja, das geht nicht. Du darfst ja auf YouTube alles, du darfst nur nicht deine Meinung sagen. Ach was. Oder dir sagen, was dir gefällt oder so. Das darf ich nicht. Okay. Nee, das geht natürlich nicht. Ne? Okay, hat er jetzt seine Jäger da gepostet, damit er keine Angst hat, dass ich hier vorbeikomme? Die stehen genau auf einem Punkt. Ich glaube, die wollen alle zu mir hier. Ja, die kommen alle wieder in deine Richtung, ja. Was habe ich denn für eine beschissene Reichweite hier? Die Atlanta ist 15 Kilometer weit weg und ich kann nicht auf sie schießen. So. Da kommen nämlich schon die... Ja, ohne Witz, also ich habe tatsächlich auch Anti-Air, ja. Ja. Aber es wurde empfohlen, wenn man mit ihr spielt, da ich eine, glaube 96er oder 95er... sag schon, Verschleierung habe, Tarnung habe, sollte man bei diesem Schiff... Frei nach dem Motto, besser nicht schießen, sonst bist du aufgedeckt. Besser nicht schießen und auch die Flugabwehrkanonen ausmachen. Okay. Weil die Flugzeuge können über dich rüberfliegen, aber wenn deine Kanonen natürlich schießen, bist du entdeckt. Mhm. So, na Mensch. Oh, ich wünschte, ich hätte jetzt hier dieses verbesserte Flak-Dings. Was ich jetzt hier schon weggeschossen hätte. Ja, was mich bloß gerade wundert, ich stelle die Kanonen schon an. Triffst mich nicht. Puh, das war echt knapp gerade mir. Herz, Hose hier, ne? Okay. Ist schon kein brauner Streifen mehr, Junge. Was haben wir denn da? Die Atlanta kommt spielen. Na denn hier. Ja, wie man sieht, ich gehe auf die Jagd, ja? Ja. Und ich habe die Hoffnung, dass die Flugzeugträger da hinten vielleicht auch mal bremsen. Ja, natürlich. Der trifft mich mit allem. Okay, sie wird zumindest schon mal langsam. Und wenn
Sie könnten natürlich auch sehr, sehr nett sein, die beiden Flugzeugträger, wenn sie wirklich beide hintereinander anhalten, dann schieße ich sie natürlich beide weg. Das wird mir eine Freude sein. Da ist die Independence und da ist die Hear You. Und ich wurde noch nicht entdeckt. Ja, fahrt mal ein bisschen näher zusammen. Ihr Hübschen. Ja, komm, fahr doch mal. Ja, diese Schiff, ne? Macht mich irgendwie fertig. So, die Hear You dreht doch tatsächlich in meine Richtung. Bad Bob? Ey, ne, der Zerstörer kommt einfach nicht aus dem Knick da. Ne? Mann, 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 Mann. So ein schönes Spiel. War im Prinzip unnötig, dass ich versenkt wurde, aber naja. Das ist halt die Furutaka. Langsam. Was bist du denn? Warum krieg ich dich denn hier wieder nicht? Mann, 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 Mann. Ist die New Mexico. Was haben wir hier? Eine Minekatze. Und da ist er. Schleich fort. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, die Flaks dann auszumachen. Genau. Oh, 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 und? Nee. Und haben die für Nachladezeit? Jetzt vorbei. Das ist ja das Schöne. Unser Sieg ist in Sicht. Der Sieg ist in Sicht. So muss das sein. So muss das sein. Oh, tops. Sehr schön gemacht. Oh. Ja, ja. Ja, der letzte. Ah, das ist schlecht. Getroffen. Zweimal. Oh, sehr schön. Bam. Dann kannst du dir jetzt noch die Independence holen. So, mal gucken, ob wir noch was treffen. Ja, schnapp dir die Independence. Bevor die Miyoko dich versenkt. Denk dran, die hat nämlich auch Torpedos. Ist nicht so schlimm, ich habe zweimal abgeschossen. Ja, ja, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Mal gucken, was da noch passiert. Na, die fährt genau rein. So schnell kann die nämlich nicht bremsen. Ich hoffe, aber vernichten werde ich sie halt mit dir nicht, aber zack, 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 zack. Oh, nur ein Kratzer. Sehr schön, so läuft das. Ja, das war... Also, obwohl ich mal wieder versenkt wurde und eigentlich nicht so viel gemacht habe, war es eigentlich ein nettes Spiel. Mich wundert es, dass ich nicht ein Flugzeug abgeschossen habe, ne? Ja. Ja. Gut. Geile Sache. Haben wir das auch wieder? Also, ich gehe davon aus, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Sollen wir das noch zu Ende gucken, oder? Das lass uns doch ruhig mal zu Ende gucken, genau. Ach, hier seht ihr gerade die Flugzeuge starten. Schaut. Sehr nice. Also ich muss sagen, ich will ja nicht sagen nur Wargaming, ne? Aber dafür, dass das eigentlich, sage ich mal, so eine unbekannte Größe war und irgendwie mit World of Tanks dann so einen Erfolg hatte. Und genau, vorher hatten sie so eine Dings, ich habe letztens mal geguckt, das waren auch so eine ganz komischen Spiele, ja. Mhm. Ja, ich kann damit auch nichts anfangen, ja. Mhm. Ja. Und ich muss ja dreimal hingucken, als ich gesehen habe, dass das neue Master of Orion auch von Wargaming Net ist, ne? Ja. Mhm. Also da musste ich dreimal hingucken. Das war so, wer? Ach, echt? Was? Nee, nicht wahr, ja? Ja. Da muss ich mal schauen. Bin aktuell eigentlich gar nicht gewillt, das Geld auszugeben, aber vielleicht mache ich das mal. Mal schauen. Da könnte man eigentlich auch mal ein schönes Multiplayer-Spiel mitmachen. Ja. Jo. So, dann schauen wir mal. So, ich habe den vernichtenden Schlag habe ich bekriegt. Und
Kann Das man ist nur ein Kratzer. eigentlich einsehen? Ich weiß ja, dass ich hier bei Teamwertung die Leute bewerten kann, ne? Kann ich eigentlich auch irgendwo einsehen, wie die Leute mich bewertet haben? Nee, das kannst du nicht sehen. Das kannst du, ach, ich weiß gar nicht. Ich glaube, kannst du das über dein Profil oder über diesen Assistant, den du dir runterladen kannst. Aber ich glaube, ich weiß es nicht. Erfolg erhalten. Geldsäcke. Ökonomisch. Na gut. Ja, dann war es das soweit. Die Session ist dann auch erstmal zu Ende. Ich Wir. habe Schiff 6000 Erfahrungspunkte gekriegt. Oh, 6000. Ja, ich hab noch Gold. Achso, ja, ich habe nur 1600 gekriegt. Gut, alles klar. Wir sehen uns dann zur nächsten Aufnahme wieder. Genau. Juti, bis dennchen. Ciao, Ciao. ciao. Oh.